heute bin ich ja etwas gehandicapt mit meinem Arm, so dass ich euch leider nicht die Fell- und Pfotenpflege zeigen kann, wie jedes Jahr. Ich habe zwar trotzdem meine Utensilien mitgebracht. Falls jemand möchte, kann ich gerne euch Anleitung geben, wie es gemacht wird, aber selber vormachen kann ich leider nicht. Und in dem Rahmen habe ich gedacht, ich gehe heute mal her und sag was ein bisschen zum Kastrieren von Hunden. Weil ganz, ganz oft werde ich von den Leuten gefragt, Cindy, soll ich meinen Spitz kastrieren lassen oder nicht? Weil oft wird es auch von den Tierärzten so angepriesen, lasst euren Hund kastrieren, das ist das Beste, was er für das Tier machen könnte. Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist aber wirklich Quatsch. Weil es ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass die Vor- und die Nachteile von der Kastration 50-50 sind. Das heißt, egal ob das ein Rüde ist oder eine Hündin, es gibt genauso viele Vorteile wie auch Nachteile. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich bei den Spitzen oder generell bei allen Hunden sage, wenn euer Hund gesund ist und keine gesundheitlichen Probleme hat, dann lasst den intakt, wie er ist. Das heißt, wenn eine Hündin keine Scheinschwangerschaft bekommt oder eventuell vielleicht sogar Knoten in der Brust, dann sage ich immer, lasst den intakt, so wie es ist. Oder auch beim Rüden. Natürlich läuft der mal in der Hündin hinterher, aber solange der nicht permanent total sexuell übersteigert ist, so dass er wirklich allem hinterher steigt und permanent Blutgerüste hat, sage ich immer, lass den intakt und lass ihn nicht kastrieren. Wenn der natürlich sexuell total übersteigert aktiv ist, und das merkt man ja, dann sage ich, lass den auf jeden Fall kassieren. Weil das ist nicht nur für euch ein Drama, wenn der total sexuell übersteigert ist, sondern auch für ihn und für die ganzen anderen Mitmenschen und Mithunde. Weil der Hund hat ja dadurch permanenten Dauerstress. Und wenn er nicht kastriert wird, dann bekommt er auch früher oder später im Alter mit der Prostata Probleme. Also das ist was, wo ich wirklich in den 30 Jahren, wo ich das jetzt mit der Hundepension, mit der Hundeschule mache, oft genug gesehen habe, dass ich Leuten mit einem total sexuell hyperaktiven Rüden gesagt habe, lasst den doch kastriert, ihr tut euch und dem Hund einen riesen Gefallen. Ja. Wenn der kastriert ist, dann geht so die ganze Luft ein bisschen raus und es wird entspannter im Handling. Und das wollen viele Leute nicht machen lassen, weil oft die Männer denken, mir geht wahrscheinlich ihnen selber an die Coronis. Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja. Aber wenn die Leute das nicht machen, habe ich aus meiner Erfahrung heraus sagen können, spätestens wenn die Hunde dann mal so 8 oder 10 Jahre alt sind, kriegen die mit der Prostata Probleme. Und ich sage immer, die ganzen Jahre Trubel und Stress mit den Hündinnen, mit den, sag mal, Rangordnungskämpfen, Rangeleien mit anderen Rüden, das hättet ihr euch ersparen können, wenn der Hund rechtzeitig kastriert worden wäre. Weil dann muss man, wenn der Hund mit der Prostata Probleme hat, ihn im Alter kastrieren lassen. Und die ganzen letzten 10 Jahre den Stress hätten wir wieder sparen können. Aber das natürlich nur, wenn der Hund sexuell übersteigert ist. Und auch bei den Hündinnen, oft wird ja angeführt, wenn der Hund Gebärmutterprobleme bekommt oder mit dem Gesäugeproblem kommt. Ich vergleiche das, auch wenn sich das für viele komisch anhören mag, gerne mit uns Frauen. Ich sage immer, wir würden uns ja auch nicht vorsorglich die Gebärmutter rausmachen lassen oder vorsorglich die Brüste amputieren lassen, nur weil man vielleicht irgendwann mit der Gebärmutter oder mit den Brüsten Probleme haben könnte. Wenn das der Fall ist, dass der Hund scheinschwanger wird oder mit der Gebärmutter Probleme bekommt, dann kann man ihn ja immer noch kastrieren lassen. Ja, also wie gesagt, der Vor- und der Nachteil ist wirklich 50-50 und man muss es einfach immer gut abwägen. Hat noch irgendjemand Fragen dazu? Gut, ich glaube, dann habe ich alles beantwortet, weil es war mir jetzt einfach mal wichtig, weil ich immer wieder gefragt werde, soll ich meinen Hund kastrieren lassen? Und was noch wichtig ist, der Spitz hat ja wirklich ein pflegeleichtes Fell. Das normalerweise reicht, wenn man den einmal in der Woche gut bürsten tut. Diese pflegeleichte Haartextur geht vollständig verloren, wenn ihr den Hund kastrieren lasst. Das heißt, der Hund
kriegt nur noch so eine fattige, wollige Haartextur und besteht eigentlich nur noch aus Unterhaar. Und er haart auch nicht mehr so rum. Und das finde ich wirklich schade, weil, wie gesagt, die Haartextur verändert sich vollständig. Also das sehe ich auch immer auf unseren Arnold-Eichen-Treffen, wenn ein Hund ein über das andere Jahr kastriert worden ist und sagt, oh, wünsche ich euch allen noch einen schönen Nachmittag, egal ob ihr Spitzchen kastriert oder unkastriert. Ich weiß, ihr macht alle das Beste für euer Dude. Bis dann, tschüss!